Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Channel. Heute habe ich etwas Gutes für euch. Meine Schleich-Dinosaurier. Die neuen. Ich habe meine alte noch, aber die wird für ein anderes Video gezeigt. So. Wir beginnen mit den ersten. Das ist nur ein Review mit den Figuren. Nicht um Spoilers mit den Sachen und all das. Ich habe es mit den Gianotosaurus. Und ja. NR25. Ich habe noch NR1 davon. Ach egal, ich hatte aber NR1 von diesen riesigen Dinosaurierfiguren. Aber ich habe den T-Rex noch nicht gefunden. Ja. Das nächste ist 26 mit Dilophosaurus. Natürlich einer der besten Dinosaurier. Und ja. Hier können wir sehen den Tyrannosaurus, König der Saurier. Und das allerneueste, was ich vor 2 Tagen bekommen habe, ist dieses Set. Wir beginnen mit den allererste, was ich zu bekommen habe. Das ist der Giganotosaurus. Ist gerade mal so groß. Wenn ihr ein kritisches Review haben könnt, dann abonniert. Ja, genau. Dilophosaurus. Wie ihr sehen könnt, ist der richtig dünn, ne? Guck mal sein Gesicht an, ne? Und wie das ist die Beine, bitteschön. Und der hier, der Tyrannosaurus, der ist riesig super gleich mit den Kianosaurus. Soll ich kurz zeigen? Ich schieb kurz ganz nah ran daneben. Guck, wie klein dieses Ding ist. Anyways, und hier ist ganz neue. Ich habe noch eine Packung drin. Ich öffne ihn kurz. Und wenn es für euch weird aussieht, dann ist mir doch egal. Doch raus. Ich zeige euch das Einzige, was von der Packung durch ist. Ja, das. Und hier ist der Kryolophosaurus. Eine gute Farbe von der riesigen Figur, die ich noch nicht habe. Side Comparison. T-Rex. Giga. Die. Da muss reinfahren, so. Die Lofo. Krülofo. Das war's wohl. Bye.